Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute verblase ich einfach mal ein komplettes Bild. Das heißt, das Bild ist ein 100 auf 50 cm. Ich werde es halb halb machen, also halb schwarz und halb perlgrün. Perlgrün hat einen ganz so einen dezenten leichten Schimmer nur. Habe ich die Farbe hier, wartet geschwind. Hier. Kennt ihr vielleicht von Amsterdam? Ich werde mir da noch einen Tropfen wieder reinmachen vom Gelbgrün von Amsterdam. Dadurch gibt es ein bisschen mehr und besseren Grünschimmer. Okay, ich würde sagen, lasst uns starten. Ihr seid gespannt. Ich auch, ob es funktioniert. Wird schon. Bis dann. So Freunde, ich hoffe, das ganze Bild ist drauf. Wenn ja, passt es. Hier habe ich ja zwei große Becher mit diesem Perlgrün. Die andere Seite mache ich schwarz. Und dann habe ich noch Orange. Das ist dieses Rouge, also Violett. Kupfer. Und Permanentgrün. War mir etwas zu wenig, dadurch habe ich ein Rot transparent noch dazu gemischt. Ich habe die Farben jetzt diesmal auch wieder etwas dünner angerührt, wenn man es verpustet oder verbläst. Ich mache es immer so, damit ihr das auch wisst, mit einem Vinylkleber. Farbe rein natürlich und dann so, dass es so gut wie kein Häufchen mehr gibt, wenn man es reinlaufen lässt. Dann sind sie eigentlich so gut wie richtig. So. Jetzt kommt der Punkt und zwar eigentlich nur einen ganz kleinen Tropfen rein. Das reicht vollkommen. Zack. Jetzt hoffe ich, dass es gleich viel ist. Sonst haben wir ein Problem. Ich hoffe auch, dass die Farben reichen. Ihr seht ja hier, das ist ganz weiß eigentlich fast. Man macht dann nur einen Tropfen rein, damit es einfach einen grünlichen Stich gibt. Okay, man merkt hier nichts viel. Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Ja, das geht ja auch gar nichts an. Mein Handy reagiert schon wieder auf okay. So, aber ich mache lieber ein bisschen weniger rein wie zu viel. Da hat man grünen Schimmer drin, da fällt es mir eigentlich leider nicht so auf. Ich mache, glaube ich, nochmal einen Tropfen rein. Soll ja nur einen leichten grünen Touch bekommen. Okidoki. Gut, noch kurz Handschuhe an. Also im Vorfeld, ich werde es einfach so circa halb, halb schwarz, halb weiß machen, also mit diesem Perl. Ziehe mir dann in der Linie die Farben drüber. Da mache ich auch noch 300er Silikon rein dieses Mal. Und zwar zwei Tropfen. Machen wir vielleicht auch noch geschwind, wenn ich es finde. Das ist das 100er. Hier ist das 300er. Weil ich will nicht allzu dünne. Obwohl, komm, ich übertreibe es mal wieder. Ich mache das 100er rein. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, manchmal drei Tropfen, aber ist nicht schlimm, ob ich jetzt zwei oder drei drin habe. Noch etwas umrühren. Beim Kupfer bin ich auch gespannt. Es war auch eine relativ alte Farbe, die ich schon stehen hatte. Aber wieder mit Wasser verdünnt. Wir müssen natürlich das alte Rührstäbchen rausmachen. Weil das
Da kleben Klumpen dran. Das Orange ist mir jetzt etwas dick, kommt mir das vor. Ja, weil es auch etwas dickere Pigmente hat, so wie ich weiß. Machen wir noch einen Schuss Wasser rein. Nicht, dass es nicht funktioniert. Okay, dann erstmal die Farben zur Seite. Und ich würde sagen, ich fange mit Schwarz an. Hoffe eigentlich auch, dass die Farbe reicht. Ich habe also zwei so große Becher angerührt. Das ist immer wichtig. So, und jetzt verpuste ich das einfach auch mal gleich. Ohne dass ich irgendwo in die anderen Farben reinspritze. Ihr merkt schon, man muss aufpassen, ich tauche ab und zu mal ein in die Farbe. Das ist nicht gut. Schauen wir mal. Naja, gut. Noch nicht alles voll bekommen mit Schwarz. Da ist es immer gut, dass du es gleich drüber laufen lässt. Schaut fast besser aus. Gut, okay. Dann helfen wir einfach ein bisschen mit Hand nach. Sehe ich jetzt nur nicht überall. Weil mit Hand, ihr seht, das sieht nicht schön aus mit Hand. Immer viel Farbe nehmen. Oder seht ihr nur mich jetzt, ja. Na schon, da fliegt dann auch rein. Es lebt noch. Ich habe hier wie so kleine Fruchtfliegen, warum auch immer, im Keller. Ja, das gefällt mir so eigentlich noch nicht. Aber ich kann jetzt nicht stundenlang den Rahmen machen, sonst wird es euch langweilig. Das kann ich später aber alles noch machen. So, sieht jetzt ein bisschen unprofessionell aus, aber das mache ich nachher. Da braucht ihr ja nicht dabei sein. Okay, jetzt kommen wir zu diesem Weiß, zu diesem, ja, ich sage es mal Pearl Grün. Schauen, dass wir eine schöne Linie ziehen. Nicht so arg überlappend. Und schau, dass ihr da keine Luft, also keine Löcher lasst. So eine schöne Verbindung halte ich gleich. Kann ich eigentlich auch noch in die Kante fahren. Der auch halb weiß und halb schwarz ist. So.
Also schwarz hat gereicht, dann müsste eigentlich weiß auch reichen. I hope. Wir schauen mal. So, nächster Schritt. Das Weiß. Also macht den Fehler nicht wie ich, dass ihr einfach hier immer wieder mit dem Föhn in die Farbe eintaucht. Das ist nicht so toll. So, warum ist hier schwarz? Da ist was anderes drin. Okay, wie gesagt, das kaschiere ich nachher noch ein bisschen. Das passt. Sie macht den Föhn auch nicht mehr auf Vollgas, sondern einfach nur auf die mittlere Stufe, weil sonst verpustet es zu arg. So, und jetzt fahre ich mit den Farben drüber, also auch nicht zu viel Farbe nehmen. Und man muss auch nicht immer gleichmäßig sein, ihr könnt ruhig auch Stellen freilassen, weil ich finde, wenn man das einfach so durchzieht und alle Farben immer gleich sind, auch nicht so toll. So, Kupfer. Schaut halt, dass er auf der Linie bleibt. Dann dieses Transparentrot. Probiere ich heute eigentlich zum ersten Mal aus. Nicht zu viel. Dann dieses Violett. Wartet, ich mache erstmal Orange, weil Rot und Violett ist fast gleich. So. Da ist ja das Violett immer etwas verschluckt. Entschuldigung, Orange. Seht ihr, das sollte nicht passieren, dieser große Fleck. Was wollte ich jetzt noch machen? Habe ich alle Farben? Ja, Kupfer, Violett, Orange, Grün. Ich setze mir noch mal einmal das Grün drüber. Zack. Ja, das war's, wa? Ich habe noch ein bisschen Weiß. Das ist Pearl-Weiß. Orange habe ich. Gut. Das war's. Jetzt können wir starten. Also ich puste einmal ab und zu mal hier rum, einmal hier rum. Schauen wir einfach.
Freunde, das war's eigentlich schon. Weil ich finde, das kommt schon richtig cool. Lass uns mal noch ein bisschen die Zellen rausbringen. Wobei die eigentlich schon von alleine kommen, aber. Ich habe jetzt hier noch so kleine Stellen, die würde ich aber gerne so lassen. Oder nur kurz verpusten, weil es sonst, es läuft ja immer noch ein bisschen zusammen, weil es arbeitet noch nach. Aber sonst war das zu viel. Vielleicht ein bisschen noch. Hand. Jetzt komme ich mal zu euch rüber. Beim Impfen verbleibt mir das alles wieder zu stark. Jetzt seht ihr wahrscheinlich bloß mich. Ja, das reicht schon. That's great again. Cool, das passt. Also ihr seht, so einfach kann man eigentlich ein schönes Bild machen. Ich lasse jetzt mal kurz vor 10 Minuten einwirken, dann seht ihr vielleicht noch, was ich oder ob sich noch was verändert hat. Fliege weg. Diese kleinen Fliegen, die zieht es automatisch ins Bild rein. Ich weiß nicht warum. Da muss man immer aufpassen. Okay, solange retuschiere ich ein bisschen die Kanten und hoffe, ich bekomme es gut hin. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann zeige ich es euch von nahem. Bis gleich. Okay, Freunde. Ihr seht, es hat noch ein bisschen nachgearbeitet. Aber es wird auch noch ein bisschen nacharbeiten und jetzt hoffe ich aber, dass es so bleibt. Und ihr seht natürlich auch, weil ich diese 100er, also das 100er Silikon genommen habe, wieder ein kleines Experiment, gehen die Zellen natürlich ziemlich auseinander. Also anders wie beim 300er. Okay, schauen wir uns jetzt mal von daheim an. Ich denke mal, ich gehe nach und nach durch. Also, da gab es dann schon schöne Zellen. So, hier sind wir nämlich fast schon am Rand. Zeige ich euch hier noch die Kurve. Da hört es dann auch wieder auf, ne? Und hier, das ist ja richtig cool geworden. Und da habe ich ja nur leicht verpustet, also da ist nichts gekommen. Aber das ist einfach genial hier. Mal hier diese Netzzellen. Dann gehen wir wieder auf die andere Seite, Richtung Schwarz. Da hat man zum Beispiel richtig schwarze Netzzellen. Dann geht es hier schon wieder auseinander. Jetzt seht ihr das Extreme vom 100er Silikon hier, die großen Zellen. Ich hoffe, dass es nicht zu arg nacharbeitet. Aber sonst passt es. Und da sind wir schon am Ende vom Bild. Okay, cool. Dann hoffe ich,
Euch hat's gefallen? Das hoffe ich auch. Ja, du mich auch, Handy. Obwohl, war ja lieb gemeint vom Handy, ne? Also gut, dann war's das von mir wieder. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.